Hey ho und willkommen zu einer weiteren Runde Rainbow Six Siege. Ihr seht es eventuell schon, ich habe den Battle Pass durchgespielt. Und darum soll es auch in diesem Video gehen. Wir gehen natürlich trotzdem in den Game rein, keine Sorge. Wir haben noch eine Stunde 39 zur Verfügung, dann ist der Battle Pass offiziell vorbei. Man hatte 69 Tage bzw. 70 Tage. Es waren 69 Tage und 23 Stunden und 59 Minuten. Zeit, den Battle Pass fertig zu machen. Es gab 100 Stufen. Es gab eine Free-Variante und es gab eine Paid-Variante. Die Paid-Variante hat 10 Euro gekostet und man hat ungefähr 4 Euro wiederbekommen. An Rainbow Credits natürlich die ganzen Skins und so. Braucht jetzt keiner damit kommen, dass die so nach dem Motto, dass die über den 10 Euro sind. Ja, trotzdem an sich, zum Beispiel bei Black Ops bekommt man mehr als 10 Euro wieder in Ingame-Währung natürlich. Das heißt, rein theoretisch, wenn du den Battle Pass immer durchspielst bei Black Ops, musst du den nie wieder, also investierst du einmal 10 Euro für jeden Battle Pass, den es gibt. Im Moment, ich weiß nicht, ob sie es ändern werden. Probleme, die es mit dem Battle Pass gibt oder was mich am Battle Pass so ein bisschen stört, darüber möchte ich jetzt so ein bisschen reden. Ich habe den Battle Pass fertig bekommen und das war auch Ziel und ich habe ihn auch schon länger fertig. Es ist, wie gesagt, heute ist Dienstag. Heute endet der Battle Pass und ich glaube, ich wollte Bug ein bisschen üben. Heute endet der Battle Pass auch. Wie gesagt, ich bin durchgekommen und ich bin auch entspannt durchgekommen. Beziehungsweise die letzten Tage habe ich dann mal gesagt, hey doch, jetzt möchte ich doch erstmal mein Level im Battle Pass holen, bevor ich was mit den anderen zocke. Weil es dann doch gewisse Probleme gab. Also, für die, die nicht familiar sind mit der Mechanik, ihr kriegt unterschiedliche Punkte für unterschiedliche Sachen, die ihr macht. Es gibt erstmal so Challenges wie zerstöre Drohnen, zerstöre Kameras oder so. Da kriegt ihr erstmal 850 Punkte for free. Die könnt ihr einfach so kriegen. Eine Battle Pass Stufe hat 1000 Punkte. Also, das heißt, ihr kriegt fast eine ganze Battle Pass Stufe geschenkt. Warum sie nicht einfach direkt wirklich eine ganze Stufe gemacht haben bei den Challenges, verstehe ich nicht, weißt du? Anstatt dass du mir 30 Drohnen gibst und also so eine Challenge, das war ein Ice-Challenge, die machst du so oder so. Gut, es gab eine mit Flashbangs, die sei jetzt mal außen vor, aber ansonsten war das zerstöre Kameras, zerstöre Gadgets, zerstöre Drohnen. Und ich denke mir nur so, ey, mach das doch komplett einfach. Sag doch einfach direkt. Ey, statt 30 Drohnen, gib mir die 50 Drohnen und gib mir einfach einen Tier-Skip direkt. Weißt du, nicht, dass das jetzt viel mehr ausmacht als 850. Ich werde es einfach angenehmer. Oh Gott, Hilfe, Hilfe. Es wird geschossen in dem Shooter. Was soll denn das? Das heißt, wir haben also das hätten, da bin ich ehrlich, da müssen sie mal nicht so gnädig sein, da können sie auch die 150 Punkte noch geben. So, jetzt kommen wir aber zu den Problemen, die ich mit dem Battle Pass habe. Sagen wir so, die Zeit ist an sich okay bemessen. 100 Stufen, 70 Tage Zeit, das heißt, du musst ungefähr 1,5 Stufen, 1,6 Stufen pro Tag machen. Das ist machbar. Jetzt kommen wir aber zum System dahinter. Das System hinter den einzelnen Sachen. Wo ist die Cavera? Ich weiß, dass die Cavera hier irgendwo rumpimmelt, ne? Das ist halt eher so das größere Problem. Du bekommst unterschiedliche Punkte, je nachdem, wie das Spiel ausgeht. Das heißt, du bekommst unterschiedliche Punkte für einen Win oder für einen Lose. Zusätzlich wird dazu noch berechnet, ob du den Win so bekommen hast, beziehungsweise halt den Lose. Das heißt, es hilft euch, also ihr kriegt, die Punkte werden angepasst sozusagen, wenn ihr, also ihr kriegt mehr Punkte, wenn ihr zwei. Aber ich bekomme keine Ahnung. Ihr kriegt mehr Punkte, wenn ihr 2-3 verliert für den Lose, als wenn ihr, Entschuldigung, muss ich mich kurz konzentrieren, als wenn ihr 3-0 verliert. Das heißt, ihr bekommt also Punkte für einzelne Rundensiege. Was natürlich hilfreich ist, keine Frage. Was natürlich auch gut ist, muss ich. Ah, ich habe mir schon gedacht, dass er campt. Ich dachte, er steht links. Was natürlich gut ist, allerdings auch zu Problemen führt. Das heißt, ich bin ein Casual-Spieler. Das heißt, ich kriege grundsätzlich weniger Punkte, da es nur drei Runden gibt. Und
Im Unranked-Modus und im Ranked-Modus gibt es mehr Punkte. Ich bin aber ein klassischer Casual-Spieler. So, das führt jetzt früher oder später. Ohne Visier? Du bist ja geil drauf. Das führt früher oder später zu dem Problem. Tut mir doch einen Gefallen und bitte die Primärwaffe. Das wäre super lieb. Nein, er hat keine Lust. Okay, schade. Das führt früher oder später zu dem Problem, dass das Matchmaking ziemlich hart reinkickt beim Battle Pass. Das heißt, ich bin einer, selbst wenn ich nachjoine und es verloren ist, spiele ich das Spiel. Ich spiele nicht, bin ich ehrlich, ich gehe wieder raus, wenn ich während der Runde reinjoine. Also wenn ich joine und dann steht da so, ja, 5 Minuten, die Runde dauert noch 2 Minuten und es passiert doof gesagt nichts. Dann gehe ich auch wieder raus. Also wenn ich hier in dem Bildschirm reinjoine, dann bleibe ich auch drin. So, das führt aber auch oft dazu, dass ich in einem Game joine, meistens dann so eine Runde da drin verbringe, weil es halt schon 0-2 steht, das ist meistens so, oder 0-1 für die Gegner. Ich dann meistens, manchmal gewinnt man natürlich auch noch, wenn man sich an, also wenn es geil läuft, aber meistens ist es dann ja wirklich so, dass du dann doch noch einen weniger hast und selbst wenn dieser eine keine Kills macht, ist es immer noch, das unterschätzen ziemlich viele, finde ich. Alleine die Präsenz eines fünften Mannes ist, finde ich, teilweise schon ausschlaggebend, wie das Spiel verläuft. Der kann 0-0-3 gehen, der kann keine Kills machen, er kann keine Assists machen, er kann von mir noch nicht mal so ein Gadget geplaced haben. Es ist allerdings alleine die Präsenz kann dir davon helfen. So. Das heißt, wenn du in Unterzahl spielst, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du dann verlierst. So, das heißt, du joinst, oder ich join, bin in Game gejoint, steht 0-2. Ich spiele das Spiel noch, ich krieg aufs Maul, weil ich auch halt nicht delivere, es tut mir leid. Ja, 0-3, das Spiel ist verloren. Ich gehe aus dem Game raus, bekomme ein Lose angerechnet, bekomme nur. Oh, jetzt lasst mich nicht lügen, sind es 100 oder sind es 120 Punkte? Ich meine, es wären 120 Punkte, bekommst du für ein Lose. Das heißt, ich bekomme nur 120 Punkte. Für einen Sieg bekommst du 300, also mehr als das Doppelte. So, und das passiert dann, wenn du Pech hast, passiert dir das so 3 Games hintereinander. Und natürlich geht damit trotzdem Zeit verloren. Ne? Also es ist ja nicht so, als wenn du hier keine Zeit verlierst. Nice. Ich habe leider keine Granaten. Als wenn du keine Zeit verlierst, wenn du damit machst. Sondern es ist ja wirklich so, dass du, ja, also sagen wir so, auch das Joinen kostet. Dauert vor allen Dingen. Wo ist der? Ich suchte gerade kurz. Das heißt, du verlierst, also auch durch das Joint verlierst du Zeit und nicht zu wenig, ne? Also es ist jetzt nicht wirklich so, als wenn ich mich jetzt gerade über Peanuts sondern du brauchst wirklich, oder was heißt du brauchst wirklich, du hast dadurch hier und da einfach nur Zeit verschwendet und kannst nichts machen. Und wenn dir das immer wieder Okay. passiert, dann kommt das ja sogar noch, dann ist ja sogar noch der Fall, dass du wirklich 3 Games hintereinander joinst, nicht gewinnst, sondern verlierst. Und dann bin ich ehrlich, dann verliere ich auch, also dann hast du auch danach nicht so viel Bock. Das heißt, es geht so viel Zeit verloren, dass du joinst, verlierst. Das heißt, in der Zeit, wo ich sozusagen 3 Spiele spiele, joine, verliere, joine, verliere, joine, verliere, weil ich immer nachjoine. Klar, es ist meistens nur eine Runde oder 2 Runden. Aber ich kriege nur 120 Punkte. Meistens. Es sei denn, wir haben vorher noch eine Runde geholt, dann ist das was anderes. Ich wollte irgendwas die ganze Zeit spielen. Ich hab's schon wieder ausgeblendet. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich wollte es auch mal wieder üben. Das heißt also, du kriegst rein theoretisch mit 3 Loses kriegst du einen Win ausgeglichen. Und jetzt, bevor hier jetzt wer meckern kommt, aber das ist soll doch, ist auch okay, dass du mit dem Lose nicht so viel bekommst wie mit dem Win. Ja. Definitiv. Bin ich voll und ganz der Meinung. Allerdings kriegst du unweigerlich einen Lose reingedrückt, weil du nachjoinst. Es ist auch so, was dann noch dazu kommt beim Nachjoinen, was ich ja eigentlich am frechesten finde. Wenn du nachjoinst, kriegst du weniger Renown, wenn du das Spiel beendest, weil du ja nachgejoint bist. Wo ist jetzt die Drohne hin? Okay. Er wollte nicht.
Er hat um sein Leben gebettelt. Nee, aber das ist halt so. Dann kriegst du den Loose reingedrückt. Du bekommst noch weniger Renown. Gut, Renown, bin ich ehrlich, interessiert mich jetzt im Moment eher weniger. Allerdings kann ich das verstehen, dass das für viele im Moment immer noch, weil die neuen Operator, wenn du nicht von Anfang an dabei bist, neue Operator zu kaufen, ist halt teuer as fuck. Thank you, bro. ne? Und das heißt, du gehst dann rein und intest und intest. Dazu kommt, dass du da meistens, wenn du dann auch ein normales Game hast, auch verlierst. Klar, du bekommst pro Rundensieg etwas, aber das ist leider meistens nicht so viel, wie man gerne hätte. Ich sollte hier nicht pieken, glaube ich. Und unweigerlich führt es dazu, dass man im Normal 300 pro Sieg. Das heißt, gut, wenn wir davon ausgehen, wir wollen 1,7 Stufen. 1,6 oder 1,5, ist mir egal. Wir gehen einfach von 1600 aus. Scheiß auf, du willst 1600 Punkte pro Tag machen, damit du gut dabei bist. So, und dann gehen wir davon aus, wir spielen Casual. Und dazu machen wir bitte noch 50-50. Das heißt, wir verlieren, wir gewinnen, wir verlieren, wir gewinnen, wir verlieren, wir gewinnen. Ne? Also, an sich ganz entspannter Hase. Das heißt aber trotzdem, dass wir sozusagen für eine Win-Lose-Rotation kriegen wir 420 Punkte. Um dann auf 1600 zu kommen, müssen wir also rein theoretisch das viermal machen. Also viermal eine Win-Lose-Rotation. Das heißt, gewinnen, verlieren, gewinnen, verlieren, gewinnen, verlieren, gewinnen, verlieren. Dann komme ich auf die 1600 Punkte. Das sind 8 Games. Das sind halt 8 fucking Games. Und sagen wir so, selbst wenn du nicht joinst, sozusagen, dass du wirklich probierst zu spielen. Und wir gehen natürlich vom Extremfall aus. Man gewinnt 0-3 oder man verliert 0-3. Ist es früher oder später halt dann das Problem, dass 8 Games sich echt ziehen können. Wir gehen jetzt also im Casual dauern die Runden so 10 bis 15 Minuten. Wenn man das jetzt mal 8 rechnet, dann bist du über eine Stunde dabei. Also, und ich bin ehrlich, wie gesagt, ich habe im Moment die Zeit und ich zock auch genug, ich schaff das rein theoretisch. Ich wollte gerade sagen, das ist doch ein Gegner, oder bin ich dumm? Es war ein Gegner, der mich erschossen hat. Also, ich habe die Zeit und ich kann das rein theoretisch investieren und ich kann auch mir rein theoretisch, doof gesagt, jetzt mal leisten. So, ich zock die und die Tage nicht, dafür zock ich dann an einem Tag richtig suchtig komplett rein. Allerdings kann ich verstehen, dass das nicht jeder kriegt. Und dazu muss ich sagen, dass sich der Rainbow Battle Pass sehr, sehr unschön anfühlt, was das Leveln angeht. Das kommt dazu. Weil es ist einfach unsatisfying, dass du wirst rein theoretisch, also ich kann verstehen, dass du musst so eine gute Mischung finden, finde ich. Du kannst nicht einfach sagen, hey, wir machen das an der KD fest, das heißt, wenn du ein Game voll aufs Maul kriegst, kriegst du keine Punkte, obwohl du gewonnen hast. Oder war aber, wenn du dann, weißt du, wenn du 9-0-3 stehst und das Game verlierst, ist es halt auch kacke, weil es halt übelst unsatisfying ist, weil du dann trotzdem nur deine fucking, deine scheiß 120 Punkte bekommst. Sondern es muss so eine gute Mischung gefunden werden. Es muss so eine Mischung gefunden werden aus, ey, du hast gewonnen, dafür kriegst du so und so viele Punkte und dann wird zusätzlich auf die KD geguckt, weißt du? Das heißt, du kannst mit der KD sozusagen nur Extras kriegen. Weiß ich nicht, das muss auch nicht viel sein. Weißt du, du kannst ja sagen, pro Kill kriegst du 10 Punkte. Wir können ja wirklich 10 Punkte oder so sein. Ja, wobei, 20 wären schon besser. Aber machen wir 20 draus. Machen wir geschmeidige 20 draus. Ich glaube, 20 wäre definitiv der bessere Call. Weißt du, pro Kill, den du gemacht hast in der Runde, kriegst du am Ende des Games kriegst du 20 Punkte extra. Das ist nicht viel, das wäre jetzt bei mir, um genau zu sein, 20 Punkte. Aber es rewardet dich halt einfach auch, wenn du richtig aufs Fressbrett kriegst. Du kannst, wenn du, weißt du, du machst 5 Kills, dann kriegst du 100 Punkte. Das heißt, du kriegst mit 5 Kills, kannst die Runde verlieren und du kriegst direkt nochmal das Doppelte, was du nur bekommen würdest aus dem Loose. Und das würde dem Battle Pass viel helfen. Weil es auch eine gewisse Reward-Funktion hat. Weißt du, weil so ist jetzt im Moment das Denken, oh fick, wir haben verloren, geil, ich krieg nur 120 Punkte, heißt, ich muss jetzt nicht noch ein Game machen, aber das ist so, okay, dann mache ich halt, muss ich halt noch ein Game machen. So, warte, wir setzen hier nochmal eins hin. Will ich da Schild haben? Weiß nicht.
da ist eine Drohne reingesprungen. Was soll ich mir machen? Ich stelle mir hier ein Schild. Muss ich nur hoffen, dass keiner von hinten kommt. Ah ja, ging. Easy Game. Nein. Die ist links von mir. Ich wusste es, dass sie links von mir ist. Ich hasse diesen Chef. Du kannst. Flashbangs sind so inconsistent. Ja. Ich wusste, dass er links ist. Wie ich es. Ah, wie ich es gerochen habe. Mann. Ja. Also, das hier wird los sein. Wie gesagt, gib mir. Ich habe einen Kill gemacht. Gib mir die 20 Punkte für meinen Kill. Easy. Dann fühlt man sich auch. Dann ist es auch geiler, wenn du. Weißt du, dann ist es nicht so schlimm, wenn du keine Kills machst, weil die Loose- und Win-Punkte bleiben gleich. Aber du wirst halt einfach nur. Du wirst einfach nur belohnt, wenn du gut spielst. Wenn du mehr Kills machst. Und ich finde, das sollten die, wie gesagt, das sollten die einfach hinzufügen. Weil es nun mal teilweise halt echt unschön ist. So, also abgesehen davon, dass wir jetzt nichts gemacht haben, ne? Also wir haben jetzt hier, 1-3 aufs Maul bekommen, das ist okay. Ist, wie gesagt, vollkommen fein, dass wir hier verlieren. So. Ich weiß gar nicht, wird mir das überhaupt noch angezeigt, wenn ich mit dem Battle Pass schon fertig bin, wie viele Punkte ich kriege? Ich meine ja. So, wie lange haben wir jetzt gebraucht? Ungefähr 16 Minuten, also ungefähr eine Viertelstunde haben wir jetzt investiert und ich kriege jetzt 120 plus, ich meine 80 pro Rundensieg, also jetzt kriege ich 200 Punkte. Da, wir gucken einfach mal. Schade, kriege ich nicht. Dammit. Mist, jetzt müssen wir natürlich wissen, wie viel man kriegt. Ich meine, es sind 120 für einen Loose, 80 pro Rundensieg. Aber dann kommst du nicht auf 300. Kriegt man ein bisschen mehr als 300, wenn man gewinnt. 120 plus 80 sind 200 plus 1, das wären 360. Wäre zu viel. Sind 60? Ich glaube, du kriegst 60 pro Rundensieg. Ja, 120 pro Loose, 60 pro Rundensieg, bist du bei 300. So, das heißt also, wie gesagt, ihr seht das hier, ich bin schon durch. Das heißt also, für eine Stufe brauchst du elendig lang. Das heißt, ich hätte jetzt 200 Punkte bekommen. Wenn ich jetzt immer so weiterspielen würde, müsste ich 5 Runden spielen, um eine Stufe zu schaffen. Und wenn wir davon ausgehen, wie gesagt, dass die eine Runde Viertelstunde geht, das wären halt, wie gesagt, 1 Stunde 15. Und wenn wir großzügig sind, von diesem Win-Lose-Verhältnis ausgehen, sind es 8 Games. Um sozusagen dein tägliches Durchschnittsziel, was du machen müsstest, zu erreichen. Das heißt halt, du bist übelst lange drin und wie gesagt, es frustriert einen wirklich, wenn du dann nachjoinst. Ich hasse es, im Solo nachzujoinen. Aber wie gesagt, ich finde einfach, das, was sie ändern müssten, ist, die Challenges können gerne einen Tierskip geben, einen ganzen Tierskip, ohne Witz. Und dass man für Kills, die man macht, belohnt wird. Wie gesagt, es muss nicht viel sein. 20 Punkte, von mir aus auch wirklich 10, aber dass du einfach belohnt wirst dafür, dass du Kills machst. Dass du einfach ein bisschen extra kriegst. Wenn du keine Kills machst, kriegst du genau, also kriegst du ein Grundding, was solide ist, wie gesagt. Bei einem Win kann man sich nicht beschweren, bei einem Lose, ja, 120 ist schon was mickrig. Dafür kriegst du ja pro Rundensieg einzelne Sachen. Das ist auch wirklich gut geregelt. Außer wenn man halt dreimal nachjoint hintereinander, dann tiltet man weg, bin ich ehrlich. Und wie gesagt, gibt einfach fucking Punkte für Kills. Also wirklich, einfach Punkte für Kills, Digga. Das ist halt, das wäre halt so satisfying, Digga. Das wäre so ein Big Brain Move. Einfach insane. Das ist so das, was ich zu meckern habe am Battle Pass. Über die Inhalte kann man sich streiten. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat es gefallen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein.